Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast. So, Timer ist gestartet. Ja, vorweg, wir haben letztes Mal gehabt, dass wir unseren Seeingbärt verloren haben. Wir werden jetzt gucken, wo der rumdümpelt, ob wir ihn finden, ob wir ihn nicht finden. Deswegen habe ich mal meinen Speicherpunkt direkt hier vorne gelegt, wie wir also beim letzten Mal waren. Deswegen, wir sind hier nackfüßig, wie immer da sind. Ja, genau, hier, die Handschein geht's, die müssen wir aufkriegen. Ja. Erwartet. Warten wir auch? Nee, ne? Wir wissen, dass Segenbert hier hinten irgendwo kommt. Und Segenbert werden wir suchen. Hallo. Wir haben zwei Batterien. Das reicht erstmal. Ich weiß, wo welche sind. Also wir hatten es ja ein bisschen weiter geschafft gehabt letztes Mal. Ich überlege, ob ich die Folge ein bisschen überziehe. Also dass ich nicht 15 Minuten machen, sondern ich ein bisschen länger machen. So, Musik geht los. Panik. Ich weiß, dass er da ist. Das ist mein Problem, was ich habe. Ich weiß, was er mit uns macht, wenn wir ihn in die Hände laufen. Also er ist schon mal nochmal da. Also erstmal hatten wir das Problem gehabt, dass er nicht mehr da war. Also. Da ist er. Hallo! Oh, diese Säge. Dann entfernt sich, also wir gehen mal gucken. Wow. Luft von mir. Dann machst du die Tür auf, da steht der Krebel da. Das ist doch scheiße.
finde einen anderen Weg. Nein, tust du nicht. Geh weg. Nicht irgendwo eine Batterie, ich weiß es gar nicht mehr genau. Gab's welche? Wir bleiben jetzt mal im Moment hier hocken, also. Das sieht für euch so ein bisschen wie ein Hock-Simulator aus, quasi, was ich hier mache, aber ich habe eigentlich nur Panik. Anders kann ich gar nicht sagen. Es ist nur Panik. Auf Watte. Für alle, die sich fragen, warum es jetzt hier so hell ist, ich nehme es mir nicht mitten in der Nacht auf. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft, weil mich hat die Nacht echt müde hingerafft und. Der kommt nämlich gerade wieder her. Und da ist er. Ah, oh, wunderbar. Jetzt kommt der auch noch hier lang gelatscht. Okay, also wir wissen, er rennt jetzt hier rum. Das ist der Nachteil. Ich weiß noch nicht, was wie wir hier weiterkommen wollen. Das ist noch weiterhin mein Problem, ganz ehrlich. Naja, bip bip. Pödip. Also sieht gerade sehr eng aus mit Batterien. Einen haben wir noch. Keine mehr. Eieieiei. Ich gerade überlegen, wie wir jetzt weiterkommen wollen. Also. Wir müssen ja irgendwo lang kommen. Ich sehe bloß noch keinen Weg irgendwo lang. Weder oben noch unten irgendwo, oder?
probiere jetzt mal was. Ich laufe jetzt hier gerade mit Orientierung sowas rum, weil ich gerade einfach was probiere eigentlich. Nein, aua, aus, aus, geh weg. Mit der Segenwert. Das hat er mich. So. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Das ist mein Problem. Ich weiß, dass wir hier vorne einen Schlüssel brauchen. Ich weiß bloß nicht, wo der Schlüssel ist. Das ist mein Problem. Krematorium, da will ich schon gar nicht hin, ehrlich gesagt. Gerade ich das ein bisschen nervig bloß, nicht irgendwie gruselig. Segenbär. Ups. Ja, ich überziehe wirklich diesmal ein bisschen. Also, das ist schon mal ganz fakt jetzt. Ja. Ich will eine Lösung finden. Es muss eine verschissene Lösung geben, die ich noch nicht kenne. Blöderweise jedenfalls. Wenn wir jetzt übrigens keine Lösung finden, habe ich mir überlegt, dann... Oh. Werde ich mir mal eine Runde... Guides angucken, dass wir vielleicht bloß dieses Szenen überspringen. Ich will nicht mich spoilern, aber es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier 500 Folgen lang hier nur mit Segenbett hier eine Runde rumspielen, hier im Kreisrennen. Da ist ja Kimi helfen bei, ne? Also uns nicht, ihm nicht und schon generell gar nicht. Kommt gerade in die Richtung hier, wie es aussieht.
Das hört sich zumindest so an, ich weiß es nicht genau. Oh. Autsch. Da kommt er rüber, aber hier oben nicht, oder was ist denn hier los? Aber ich sehe auch nichts, was hier irgendwie irgendwo hilfreich wäre. Ich kann hier auch nichts machen, so wirklich. Das ist ja das Problem. Wow. Oh, falsche Tür. Ups. Okay. 1, 2, 3, letzte Chance. Vorbei, genau. Denn ich bin echt überfragt gerade. Also wir haben Sigmar dafür schon wieder. Das ist mal gut. Also, letzte Folge hatten wir ihn gar nicht gehabt. Ich wusste nicht, wo der war. Der kann sein, dass der auch mal wegverbuggt war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Fakt ist, wir sehen uns in der nächsten Folge im nächsten Let's Play zu Outlast Whistleblower. Ich versuche Sigmar auszutricksen und ich sehe mir an, wo man da rauskommt. Deswegen, ciao!